Wo war's jetzt? Hier. Disco Lounge. Das ist auch so, hier. Dann sitzt in der Diskothek irgendwie auf so einem Sofa, alles zugenebelt, überall bunte Lichter. Ja, Alter. Oder? So ein bisschen. Was man so hört. So, pass auf. Das kommt alles weg. Okay. Das verstehe ich jetzt auch nicht ganz. Kommt denn das Ei jetzt hier hin? Oder hat sie das irgendwie durchs Fenster geworfen? Nicht. Wildes Huhn. Olga, das durchgeknallte hier Chicken. Ja, das geht besser. So, dann machen wir gleich Erde hin. Ah! Ja, hallihallo! Herr Nachbar, guck an! Aha! Da sind wir doch glatt hier auf Eisen gestoßen. Haben wir denn auch endlich mal Glück? Das ist ja mal was ganz was Neues. Also hätte mich auch gewundert normalerweise, oder? Wir haben ja hier wirklich das halbe... Hier die halbe Welt jetzt langsam schon umgegraben. Da muss ja irgendwann mal... Muss er ja auch mal hier ein bisschen auf was stoßen. So, wir machen es aber wieder zu. Ja, wir haben hier eine heimische Höhle. Direkt vor der Hütte. Sogar mit zwei Eingängen. Was willst du mehr? Hier irgendwie den Strand, den will ich auch noch ein bisschen... Dass das ein bisschen... Weiß ich nicht, schöner aussieht halt. Vielleicht buddeln wir uns hier auch noch ein Stückchen weg. Mal sehen. Die Zeit wird es äußern. Auf jeden Fall muss das mal alles weg hier. Brauchen wir eh für unsere Teppenstufen. So, dann machen wir erstmal ein Stück. So. Ach. Klick. So. Nee, komm. Das stört mich extrem. Hä? Schon wieder ein Loch. Tja, was ist denn hier los? Doch, Schweizer Käse hier. Okay. Dann Treppenstufen. Und dann suchen wir uns mal ein zweites Huhn. Oder? Würde ich vorschlagen. Ja, toll. Jetzt ist es endlich wirklich voll. Warte, ich lege mal den Dirt hier noch weg. Was sind das hier? Blumen. Ja, ist schlecht erzogen, unser Huhn. Es macht, was es will. Das Eisen würde ich auch gern weglegen. Ach, wisst ihr was? Das brennen wir gleich. Kohle rein. Geh mal weg. Ach komm, weißt du. Nehmen wir ja mal die andere Türe. Hab ja extra zwei gemacht, ne? Gut, jetzt nicht mit der... Ah, Slabs brauchen wir auch. Flucht. Das hätte ich auch gleich tun können. Ah, wieder zurück. Ach, ja. Die denkt auch wahrscheinlich, wir sind vollkommen Mischugge. Slabs. Wie viel brauchen wir da? Vier? Okay. Oh, das ist aber ein sehr besinnliches Lied. Aber es ist auch ein besinnlicher Moment, denn gleich ist es soweit und unser Feld hier ist zumindest so für den, was den ersten Anstrich angeht, fertig. Was ist denn hier jetzt wieder? Scheiße. Alter. So. Und dann müssen wir auch bald schon wieder in die Falle uns hinlegen, schlafen. Können uns erfreuen an unserem Tagewerk. Wir haben was geschafft. Wir waren nicht faul. Ist nicht auf die faule Haut gelegt. Nein, wir können mit Stolz sagen, es geht voran. Hier in unserer kleinen, beschaulichen Minecraft-Welt. So. So. Und gucke da. Na, also. Vielleicht könnte man das später noch
irgendwie... Muss aufpassen, nicht, dass hier was spawnt. Das mit dem Zuckerrohr, das machen wir dann morgen. Legen wir uns erstmal, wir legen uns erstmal aufs Ohr und schlafen hier eine Runde. Okay, so. Ah, hier irgendwie, ich weiß nicht, das könnten wir auch noch irgendwie anders lösen. Vielleicht, wenn wir hier so... Na, ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Vielleicht könnten wir... Ach, ich gehe erstmal pennen. Komm, wir gehen erstmal pennen. Wir schlafen mal, bevor uns irgendwas wegsprengt. Da oben haben wir schon das erste Skelett, das gespawnt ist. Olga, nicht, dass du mir hier abhanden kommst. So. Schlafen. Ich trinke nur ein Schlückchen. Über eine Stunde nehme ich schon wieder auf. Warum legst du die Eier immer vor die Tür, Olga? Was ist denn los? Mann. Ich stell dir mal ein Körbchen rein und dann kannst du gleich von selbst... Ein schlaues Huhn wird's so tun. So, jetzt hier war ich am überlegen, ob wir das irgendwie anders machen können. Wie sieht's denn aus, wenn wir hier so einen vollen hinlegen? Und so, hier haben wir das Gartentor. Ah, das sieht aber irgendwie komisch aus. Vielleicht eins weiter rüber. So. Nee. So, hier muss es, glaube ich, hin. So. Ah, war doch falsch. Flucht. Scheiße. So. Ab. Weg mit der. Sieht ein bisschen aus wie, weiß ich nicht, fast schon wie ein Altar, oder? Das ist aber... So sind wir halt. Wir preisen die Natur. Hm? Dass Mutter Natur hier auf uns aufpasst und uns reichlich Nahrung spendet. Ist ja wichtig. Nicht ditsch. Vielleicht, wie wär's denn, wenn wir das so machen und jetzt hier noch einmal Slabs hinlegen? Das könnte doch gut aussehen, oder? So werden wir das, glaube ich, auch machen. Ich hole uns mal noch ein paar Slabs. Olga? So, das müsste eigentlich schon reinkommen. Sind wir nicht so? Stein müssen wir ja eh... Haben wir wenigstens jedes Mal eine gute Ausrede und auch Motivation. Das ist ja immer wichtig. Dass wir hier das Stein hier wegkloppen. Den Stein. Ah, verdammt. Das ist ja irgendwie schlecht. Und. Ach, so. Hier soll's hin. Ja, das ist. Oder? Das sieht gut aus. Das gefällt mir. Vielleicht wird's, glaube ich, sogar besser aussehen, wenn wir hier noch. Nochmal eins außenrum. Schaufel. Spitzhacke. Schaufel. So, Moment. Das wird ein Test. Ah. So, wie sieht das aus? Nö, 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 das lassen wir so. Gefällt mir nicht. Machen wir wieder weg. Und das ist gar nicht so schlecht. Das hätte nämlich eine Menge Arbeit gemacht und die haben wir uns jetzt hier gespart. Und wir brauchen gar kein schlechtes Gewissen haben, denn es sieht so viel besser aus. So, pass auf. Dann, ich hole mir erstmal noch ein bisschen Stein. Ja, und jetzt, ich weiß nicht, wollen wir uns einen Hof, also diesen, unseren Vorhof hier, wollen wir den pflastern oder...
Oder mit Lehmstein, mit Ziegelstein oder mit Sandstein oder überhaupt oder generell oder weißt du nicht, alles hast du gesehen. Ich weiß es noch nicht. Was ich weiß, solange ich es nicht weiß, mache ich es grün. Vielleicht sieht grün auch am schönsten aus. Ich glaube, es wird aber klar. Es wird nicht gut aussehen, glaube ich, oder? Wenn wir jetzt alles hier zupflastern, das sieht dann irgendwie nicht mehr. Nicht mehr nach Mutter Natur aus. Hier könnten wir noch den Gravel könnten wir noch mitnehmen. Jo! So, Moment, ich guck mal, wie tief das reingeht. Oh, das ist ja aber richtig. Yeah! Komm, da so, das füllen wir mal ein bisschen aus. Und dann nehmen wir das mit. Vielleicht brauchen wir das ja, um den Weg zu machen. Mit Gravel hätte man die Umrandung auch machen können. Aber, ja, komm, wir lassen es jetzt erstmal so. Wir können das ja jederzeit, das ist ja das Schöne an Minecraft. Du kannst ja jederzeit, kannst ja aufbauen und dann reißt du wieder nieder, weil es dir nicht gefällt. Und dann, ne? Das ist ja das Schöne. Du bist quasi nie fertig. Ständig auf Achse, ständig am Bauen, ständig am Machen und am Tun. Und ständig am Schaufeln. Daddeln, Mist.